So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Wir sind ja im letzten Part nach Lavandier gekommen und was ich jetzt machen möchte ist folgendes. Und zwar quatschen wir erstmal die drei Leute hier an. Es gibt keine es gibt eine Musiksendung im Radio, die Melodien auf der Pokéflöte sendet. Ach ja. Ah, dein Radio braucht ein Zusatzset, damit du das empfangen kannst. Oh, okay, das brauchen wir anscheinend. Im Norden von Lavandier ist der Felstunnel. Er führt zum Kraftwerk. Okay. Hey, lauf mir nicht in den Weg. Wenn das Kraftwerk nicht funktioniert, läuft der Magnetzug auch nicht. Das bedeutet, dass auch die Radiostation nicht auf Sendung gehen kann. Okay, wir müssen also zunächst das Kraftwerk wieder in Gang setzen. Ach ja, Lavandier. Ich bin immer noch sehr begeistert von der Musik. Hier ist der Pokémon-Markt. In der Game-Edition war der Markt hier. Aber anscheinend sind sie umgezogen. Genau, sie sind umgezogen. Okay, da ist ein Typ. Ne, zwei. Es ist unabdingbar, Schutz bei sich zu haben, wenn man Höhlen erkundet. Obwohl ich Höhlen sehr gerne erforsche, habe ich noch nicht alle erforscht. Ich habe vor einem Kunstschmied gehört, der maßgefertigte Pokémon-Bälle in Azalea City in Johto herstellt. Ich wünschte, ich hätte auch welche. Ach, du meinst Kurt? Ja, den, damit, bei dem sind wir schon gewesen. Wir sind beste Freunde quasi. Mit einer Pokéflöte wächst du schlafende Pokémon. Jeder Trainer muss das wissen. Ja, weiß ich auch. Also warum sagst du mir das? Waisenhaus für Pokémon von Lavandier. Okay, werfen wir mal einen Blick da rein. Es gibt kaltherzige Menschen, die einfach ihr Pokémon im Stich lassen. Großvater nimmt die armen, heimatlosen Pokémon auf und sorgt für sie. Okay, wo ist der? Ah, der, da ist er, okay. Hier kommt Mr. Fuji, aber ist jetzt nicht zu Hause. Er müsste in der Ruhestätte sein. Okay, der Typ ist anscheinend nicht der Großvater. Habe ich mich vorhin versprochen, so sieht er eigentlich auch nicht aus. Naja, gut, was sind das für Pokémon? Topsy! Enton! Nidorina! Ich glaube, den haben wir schon angesprochen, oder? Ja, genau, den haben wir schon angesprochen. Das kann ja ich nicht wissen bei meiner Amnesie, ne? So. Ein recht beeindruckendes Gebäude, nicht? Das ist der Radioturm von Kanto. Okay. Damals gab es ja noch keinen Radioturm. Anscheinend haben sie den Geisterturm. Das, quasi das Symbol von Lavandier, haben sie zu einem Radioturm umgebaut. In Kanto werden viele gute Radioprogramme gesendet. Wir können ja mal nachschauen bei unserem Pokécom, ob wir was empfangen können. Sieht nicht so aus. Wir haben immer noch die Johto-Location, glaube ich. Deswegen können wir Kanto momentan noch nicht empfangen. Da brauchen wir das Zusatzset. Lavandier ist eine ruhige kleine Stadt am Fuße der Berge. In letzter Zeit ist sie durch den Bau des Radioturms etwas geschäftiger geworden. Ja, kluge Geschäftsidee. Ja, die haben einfach den Geisterturm zu einem Radioturm gemacht. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich deinen Namen bewerten? Nicht meinen Namen, sondern einen Namen, verdammt. Okay, du kannst mich immer besuchen. Den Typen gibt's auch, genau an der Stelle auch, im Game Let's Play. In der Game Edition, verdammt, ich sag dauernd Game Let's Play. Ich bin voll der Werbefutzi. Die Leute kommen von überall her, um die in Seelen dahingegangener Pokémon Respekt zu erweisen. Das müsste die Ruhestätte sein, richtig? Ja, genau. Mögen die Seelen der Pokémon hier in Frieden ruhen. Okay, oh, das sind ein bisschen mehr Leute. Ich besuche mit meiner Mutter die Grabmale der Pokémon. Ah ja, anscheinend haben sie die Leichen, sag ich mal, hier umgezogen oder umgesetzt und zwar in diese Grabstätte hier. Die Pokémon, die bei mir lebten. Ich hätte sie so lieb. Ich hatte sie so lieb. Wie meine Enkelkinder. Ich glaube,
Hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kammern, die nur Mr. Fuji betreten darf. Hey, lass mich die anderen Kammern betreten. Ich bin der Champ von Johto, ich darf das. Ich darf so ziemlich alles, weil ich der King bin. So, jetzt lass er. Sei willkommen. Du scheinst deine Pokémon mit Sorgfalt und Liebe aufzuziehen. Solche, die Pokémon verehren, sollen hier den dahingegangenen Pokémon ihren Respekt bekunde bitte dein Beileid für die Seelen der dahingegangenen Pokémon. Ich bin sicher, dass man die das macht sie glücklich. Wir machen das zwar jetzt nicht für die Pokémon, aber ich habe eine andere Idee. Und zwar sind wir in der ersten Generation wegen der Musik, sage ich mal, ein paar Kinder draufgegangen. Wir können deswegen mal eine kleine Schweigeminute machen. Wenn die Musik angeht, geht's los. Also. Okay, das war's. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir Lavandia fast alles erkundet. Hier ist noch ein Schild. Lavandia, die lebhaftige, lilafarbene Stadt. So, und hier ist der Radioturm von Kanto, aka ehemaliger Geisterturm. Kanto Radiostation, deine Lieblingsprogramme zu jeder Tages- und Nachtzeit. Okay, sieht ja ganz anders aus wie in der Game-Edition. Viele Menschen arbeiten sehr hart im Radioturm. Sie müssen ihr Bestes geben für eine gute Sendung. Okay, was ist denn das? Mach deine Pokémon mit den fröhlichen Melodien der Pokémon-Flöte auf Programm 20 wieder munter. Willkommen, schau dich auf diese Etage ruhig um. Okay, mach ich gerne. Nein, nein, nein! Wir sind nicht mehr auf Sendung, seit das Kraftwerk nicht mehr läuft. Alle Bemühungen, diese Station zum Laufen zu bringen, sind vergebens, wenn ich nichts senden kann. Ich bin ruiniert. Keine Angst, wir helfen dir schon. Wir müssen ja alles machen, ne? Erdgeschossrezeption. Erster Stock, Verkauf. Zweiter Stock, Personal. Dritter Stock, Produktion. Vierter Stock, Büro des Intendanten. Ach, erinnert mich irgendwie an den Radioturm in Johto. Du darfst leider nur das Erdgeschoss erkunden. Seit der Radioturm in Johto von einer Verbrechergang besetzt wurde, mussten wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Ach komm schon, ich bin nicht Team Rocket, du kannst mich gerne filzen, Mensch. Also gut, selbst du. Hi, ich bin der tolle Musikredakteur. Was, dein Pokémon kann meine Musiksendungen nicht empfangen? Wie traurig. Wenn du dir ein Zusatzset besorgst, ach verdammt, jetzt habe ich die Dinge verloren. Hol es dir bald, ja. Okay. Und hier ist ein Mikrofon. So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Ich bin jetzt hier gerade in Lavandia und rede hier mit meinem Mikrofon über euch. Okay, verlassen wir Lavandia. Wir haben ja jetzt alles erkundet, quasi. Und gehen in Richtung Mondberg, aber bevor ich das mache, wobei, wir haben eigentlich schon ein Pokémon da, das Blitz kann. Ja, man braucht Blitz für den Felstunnel, wer hätte es gedacht? So, Route 10. Hier sind auch ein paar Trainer. Du magst Pokémon, nicht wahr? Ich auch. Lass mich raten, Poké-Fan, richtig? Ah, ich bin so gut. Morlord! Okay, Morlord, ich wollte Pflanze sagen, Boden- und Wasser-Pokémon könnten wir mit Pflanzenattacken killen, wie zum Beispiel den Gigasauger.
den wir X-Bad im letzten Part beigebracht haben. Und Mollot heilt sich mit einer Beere. So, wir müssen uns wieder aufladen, weil wir Hyperstrahl verwendet haben. Und jetzt greife ich mal mit Psychokinese. Ich glaube kaum, dass Mollot so eine hohe Spezialverteidigung hat. Ja, hatte es auch nicht. Okay, Winfried hätten mir geschlagen. Ich gebe zu, ich habe verloren. Schön, dass du es zugibst. So, hier geht's nicht lang. Und hier, aber hier geht's lang. Ha. Ein weiterer Pokéfan, glaube ich, oder ein Wanderer. Hahaha. Moment, in der Game-Edition da gab's auch so einen Typen, der gelacht hat. Ja, das war zufällig auch ein Wanderer. Wahrscheinlich ist es derselbe Wanderer, den wir damals geschlagen haben. Machomai. Ah, gut, dass wir nach Tara draußen haben, aber wir müssen auf eine Kampfattacke aufpassen, denn Unlicht-Pokémon sind schwach gegen Kampfattacken. Aber Kampf-Pokémon sind schwach gegen Psycho-Attacken, wie zum Beispiel jetzt die Psychokinese. Oh, hat aber nicht ganz gereicht. Verdammt, kein Kreuzhieb. Oh Gott, Überwurf. Nein! Oh Gott, das überlebst du. Überwurf ist eine starke... Ich nehm's zurück. Eine schwache Attacke. Okay, Machomai hätten wir auch besiegt. Es müsste ein Level Up nach Tara geben, jawohl. Level 46 hat es jetzt. Aber es ist ja keine neue Attacke. Okay, dann wechsle ich jetzt die Position meiner Pokémon aus. Und zwar, das ist die schwächste momentan. Alpollo, genau, ich wechsle mal Alpollo nach Tara. So, und jetzt, hier ist der Eingang des Felstunnels. Ja, hier gibt es auch keine Träne mehr. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen uns rein, ja. Wir gehen jetzt rein. Route 10, Azura City, Lavandia. Ja, ganz wie erwartet, es ist dunkel. Wie auch in der Game-Edition. So. Und schon haben wir Licht. Und hier ist ein Item. Aber zunächst kommt hier ein wildes Pokémon. Und zwar ist es ein Kleinstein. Gut, was ich jetzt machen möchte, ich möchte durch den Felstunnel gehen und dann nach Azura City kommen. Oh, es ist eine TM. TM 47. Und ich weiß auch, welches es ist, nämlich einen, die wir X-Bad beibringen. Und zwar ist die TM Stahlflügel. Genau, da ist sie. Die bringe ich X-Bad gerne bei. Und ich vergesse Flügelschlag. Okay. Jetzt kann unser X-Bad Eis-Pokémon killen. Gut. Hier geht es in zwei Richtungen. Einmal nach rechts und nach links. Ich gehe mal zunächst nach links. Okay, hier finden wir noch ein Item. Gut, ich muss zugeben, ich kenne mich hier nicht aus. Auch wenn es eine Kanto, eine Kanto-Dingens ist. Aber die wurde umgebaut in der. Ja, die sieht anders aus als in der gelben Edition, die Höhle. Und dieses X-Item habe ich gerade nur durch Glück gefunden, das war nicht gewusst. Das war wieder mein Pokémon-Instinkt, der sich bemerkbar gemacht hat. Oh Mann, die Pokémon-Level. Schwach. Aber es sind dieselben Level wie in der gelben Edition. Na komm, die Speedy-Kämpfe, die sind so uninteressant. Wobei, dieses Ding sieht irgendwie auch aus. Also das sieht hier aus, dieses Erdgeschoss sieht aus... ich meine, diese Etage sieht aus wie auch in der gelben Edition. Bis auf, dass sie ein bisschen kleiner ist. In der gelben Edition ist sie ein bisschen größer. Ist hier ein verstecktes Item? Das sagt mir mein Pokémon-Instinkt. Nein. Mein Instinkt hatte Unrecht. Und wieder ein wildes Pokémon. Oh, ein Onyx, cool. So, wo geht's hier lang? Ja, wie auch in der Game Edition. Okay, hier ist ein weiteres Item. Ein Beleber, cool. So, und hier ist auch schon das nächste. Hier ist die nächste Etage. Okay, das sieht, ich glaube, das sieht nicht, in der Game-Edition sieht das nicht so aus.
komm, ich rasch da jetzt durch. Aber ich find's cool, dass die Musik hier genauso ist wie in der Game-Edition. Da, 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 da. Pokémon Instinkt. Nein. Pokémon Instinkt. Nein. Pokémon Instinkt. Nein. Oh Gott, hier geht's wieder in zwei Richtungen. Ich gehe jetzt mal nach links. Ein Eisen haben wir jetzt gefunden. Das ist gut. Welches Pokémon wollen wir denn das Eisen jetzt geben? Ich schau mal nach. Ich gebe es mal nach Tara. Okay. Dann müssen wir jetzt nach rechts, um weiterzukommen. Genau. Ich glaube, das ist jetzt der letzte das letzte Stockwerk. Ha, mein Pokémon ist Ding, hatte wieder recht. Genau, das scheint das erste Ding zu sein. Genau, das wurde so auch in der Game-Edition so. Und hier ist der Ausgang. Na, ah, kurz vorm Ausgang. Blödes Kleinstein. Und das war's auch schon. Ich hatte hier irgendwie länger in Erinnerung. Hä, Moment. Route 10, Route 9. Lustig, Route 10, Route 9. Route 10, Route 9. Lustig. So, und hier ist ein Pokémon Center. Wenn du das Gebäude verlässt, kannst du das Dach eines großen Hauses sehen. Das ist das Kraftwerk. Ja, werfen wir auch gleich einen Besuch da. Der Direktor des Kraftwerks sucht einen starken Pokémon-Trainer. Er braucht Hilfe bei der Suche nach einem gestohlenen Gegenstand. Ein Pokémon-Center neben einem Tunnel? Das ist sehr praktisch. Ja, das ist es. Gut, hier unten ist das Kraftwerk. Hier sieht man schon das Dach. Um dahin zu kommen, müssen wir surfen. Das Kraftwerk, das muss man in der Game-Edition nicht besuchen, aber man kann es besuchen, um Zapdos dort zu fangen. So, okay, hier müssen wir surfen. Und dann kommen wir direkt zum Kraftwerk. Ich hoffe, es taucht kein Pokémon auf. Oh, ich sollte meine Klappe halten. Goldini, Goldini! Goldini, Goldini! Oh, nur Level 16. Du interessierst mich nicht. Tschüss. So, hier gibt es wilde Pokémon. Hier kann man, glaube ich, Electex fangen. Schauen wir mal nach. Ein Radikal. Gibt es da sonst noch was? Ein Omod. Cool. Mit Level 15. Ein Radikal. Ein Voltoball. Was gibt's da noch? Und einen Electek, ganz wie ich es gesagt habe. Also wenn ihr einen Electek wollt, kommt hierher zum Kraftwerk, es lohnt sich. Kraftwerk Kanto. So, schauen wir mal nach, was hier nicht stimmt. Ein Dieb hat in das Kraftwerk, ist in das Kraftwerk eingebrochen. Was geschieht nun mit dieser Welt? Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und hat für uns versorgen den Magnetzug mit Energie. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Tja, ich würde sagen, besser das Sicherheitspersonal einstellen. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Diktri? Möchtest du es gegen meinen Magneton tauschen? Ich habe ja kein Diktri, tut mir leid. Du möchtest nicht tauschen? Schade. Tja, schade. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. So, hoffentlich kommt man an diesen Security-Typen vorbei. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Traurig und wütend zugleich. So bist du das. Oh, der ist fett. Ich werde nie verzeihen. Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Und deine fette Wampe. Okay, ja, hier finden wir anscheinend nichts. Nur ein paar Leute, die sich beschweren, dass ein Dieb da war. Ich frage mich, was das für ein Dieb ist.
habe Nachricht von Azure City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung rum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Aber sicher. Also gut, dann gehen wir zurück. Ich glaube, kann man fliegen, kann das sein, zu diesem Pokémon Center? Ist das möglich? Hoffentlich ja. Na, das geht leider nicht. In der Soul Silvernen und in der Hell's Goldenen Edition funktioniert es. Okay, dann surfen wir nach oben und ich hoffe, es taucht wieder kein Pokémon auf. Das wäre nämlich ziemlich uncool. Okay. So, was gibt's hier für Pokémon? Ich speed mal durch. Blutzuck, Radikal, Radfratz und Radikal, ja, Radfratz und noch was. Aber wir spielen ja auch in der Nacht. Das heißt, tagsüber tauchen wahrscheinlich andere Pokémon auf. So, hier ist eine Trainerin. Warst du schon beim Picknicken? Das macht großen Spaß. Ja, ich glaube, ich war schon mal beim Picknicken. Wann weiß ich allerdings nicht mehr. Da war ich, glaube ich, sehr klein. Marika. Hobelpfurz. Hallo, Hobelpfurz. Level 32. Völlig unterlevelt. Hypnose. Apollo, hör auf! Triff! Okay, du sollst treffen! Danke! Boah! Apollo regt mich sowas von auf! Okay, immerhin schläft Hobelpfurz jetzt. Raube ihn seinen Traum aus dem Leibe! One-Hit Kill! Ein weiteres Hobelpfurz. Hast du auch andere Pokémon? Nein, ich habe nur Hobelpfurz, weil ich so gerne pfurze. Was? Jetzt triffst du auf einmal. Apollos Stimmungsschwankungen haben ein Ende. Stimmungsschwankungen! So, Traumfresser. Und es wird wieder ein One-Hit-Kill. Na, was habe ich gesagt? Und Level Up. Haha. Level 43. Oh. Ja, so schnell kann's gehen, was? So, hier müssen wir nach unten springen. Hier ist ein Wanderer. Ich verrate dir ein Geheimnis, aber zunächst müssen wir kämpfen. Jo, kein Ding. Ich mach dich in zwei Minuten oder Sekunden fertig. Und dann verrätst du mir dein Geheimnis. Nämlich, dass du schwul bist. Nein. Oh, Dickdri, gib her, dann können wir es tauschen. Moment, ich will dieses Dickdri. Ich will dieses Dickdri. Hyperball! Oh. Nein! Oh Mann, das war die Rache, weil ich einen Ball eingesetzt habe. Verdammt! Nein! Oh. Okay, Apollo, jetzt triffst du besser, ansonsten stirbst du. Okay, du stirbst jetzt. Selber schuld, Apollo. Wenn du meckerst, ich will Hypnose nicht einsetzen, ne? Dann ist es genau das Richtige für dich, dass du jetzt stirbst, so. Also gut, ich muss Ersatz schaffen. Gyarados, komm her. Regentanz, der hat bestimmt mehr Boden- und Wasser-Pokémon. Da schadet es nicht, wenn wir die Wasserattacken verstärken. Er bittet um Gnade mit Heuler. So, und jetzt überschwemm ihn. Okay. Dickdri ist wie Passau. Es wird überflutet. Oh Mann. Und ja, Onix. Ich hab's gewusst, wieder ein Boden-Pokémon. Aber ich glaube, bei Onix hätte es auch gereicht, wenn wir nicht Regentanz eingesetzt hätten. Egal, das wird Onix hundertprozentig nicht überleben. Vierfache Stärke plus Regentanz plus Zauberwasser plus Step. Überlegt keiner. Oh Mist, ich habe verloren. Wie war ich das gewonnen? Nein! Hein Gold, wie geht es dir? Bla bla bla, ich rufe dich mal wieder an und kaufe dir ein paar Puppen, weil ich weiß, dass du sie nicht magst.
Okay, hier geht's weiter. Ich möchte den Felstunnel erforschen. Ja, wir waren schon bereits in dem Felstunnel. Das ist nicht besonders groß, in der Gelbmedizin war er größer. Ein Entoron. Entwicklung aus Entoron. Okay, Entoron. Geosauger. Test mir die Attacke! X-Buds greift zwar nicht mit Spezialangriff an, aber Gigasaur ist trotzdem eine gute Alternative gegen andere Pokémon, damit X-Bud ein paar Gesteins-Pokémon killen kann. Und jetzt testen wir die Attacke, Starflügel! Nein, warum gehst du daneben? Oh. Nein, Konfusion! Ich dachte, Starflügel sei so genau. Nicht verwirren, gut, danke. Starflügel! War zwar nicht so effektiv, aber trotzdem, es hat gereicht. So, Erfahrungspunkte für X-Bud. Und Sandama. Gegen Sandama können wir irgendwie wieder Gigasauger einsetzen. Und gleichzeitig kann sich X-Bud dadurch auch heilen. Okay. Yes, One-Hit Kill. Und wieder KP aufgefüllt. Schade, dass es hier noch keine Attacke Ruheort gibt. Die könnten mir vielleicht X-Bud beibringen. Aber naja, vielleicht im Pearl-Let's Play. So, hier geht's weiter nach oben und hier ist ein weiterer Fettsack. Hey, wenn sie kommt, kommt sie von Silberberg. Der Silberberg ist in Johto, oder? Ich hab keine Ahnung. Der ist so die Grenze zwischen Kanto und Johto. Aber der ist in Johto, ja, da hast du recht. Den werden wir selbstverständlich auch noch erforschen. Georock. Jetzt zeige ich euch, warum ich X-Bud Gigasauger beigebracht habe. Jetzt müssten wir theoretisch wechseln, wenn X-Bud nicht diese Attacke könnte. Natürlich könnten wir auch Stahlflügel einsetzen, aber Stahlflügel ist mir nicht so genau. Gut, hier ist ein Georock, ein weiteres. Ich glaube, jetzt setzen wir mal Stahlflügel ein. Stahl gegen Gestein ist sehr effektiv. Stahl zerhärter als Stein, deswegen ist es sehr effektiv für. Es erklärt sich quasi von selber. Jetzt kommt Georock nochmal. Da setzen wir auch noch mit Stahlflügel ein. Und damit hat X-Bud 3 Gesteins-Pokémon gekillt. Gar nicht mal so schlecht. Ich war zu sehr mit Singen beschäftigt. Du hast gesungen? Nee, ich dachte, du redest über den Silberberg. Egal. So, gegen dich haben wir schon gekämpft, ja genau. Oh Mann, jetzt muss wieder springen. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Den haben wir auch schon besiegt. Da ist noch eine. Die Leute sollten ihren Müll nicht hierher liegen lassen. Ach, diese Vandalen. Okay, Kerstin, reden wir mal über Müll. Deine Pokémon sind Müll, also machen wir sie schnell fertig. Und dann schmeißen wir dich auch noch in den Müll. Also gut, fangen wir mit Fliegen an. Unser Pokémon hat 15 Level mehr. Das war's für Nidorina. Und Level Up für X-Bud, Level 46. Gut, das nächste Pokémon, Raichu. Oh, da müssen wir X-Bud austauschen. Das ist interessant. Ich glaube, dann nehme ich mal Tornado. So, X-Bud zurück und Tornado in den Kampf. Okay, Tornado, es wird Zeit für eine Erdbebenattacke.
Und One Kill. Mit einem Volltreffer sogar. Nicht schlecht. Oh, ich habe verloren. Ja, das hast du. Gut, hier geht's nicht weiter, aber hier geht's nach oben. Route 9, Azura City zum Felstunnel. So, hier ist der letzte Trainer. Ich glaube, in der Game-Edition hat er hier zwei Bibor. Hey, du Lump, wirf dein Müll nicht hier hin. Ich war das nicht. Das war irgend so ein Randale. Karl. Oh, Diktri will haben. Okay, Boden gegen Flug. Da ist es ja eigentlich schon klar, wer gewinnt. Nämlich wir mit Fliegersauger. Okay, Diktri hätten wir erledigt. Was kommt als nächstes? Quappo. Das Pokémon, was wir in... irgendwie den Prismania City begegnet sind, bei so einem Typen da. Und als... Moment, dieses Quapo hat dasselbe Level wie der Arena-Leiter von dieser Stadt, wo ich nicht weiß, wie die heißt. Ist das ein Fail? Ja. Diese Trainerin hätten wir schon vor... Ich sag mal, ich behaupte jetzt mal 25 Parts killen können. Und tschüss, Quappo. Die letzte Attacke war sogar vierfach schwach. Hat trotzdem gereicht. Gut, Rasaf, das macht sie jetzt rasend, weil wir Quappo gekillt haben. Und mein X-Bot bleibt ganz cool und fliegt davon. Was macht Rasaf währenddessen? Er schlägt um sich, okay. Und unser X-Bot attackiert ihn jetzt mit einer Fliegenattacke. Okay. Ich wollte nur klarstellen, dass... Was? Hä? Dass du den Müll hinschmeißt? Geh dich bei der Dame hier unten entschuldigen. Die sammelt den Müll gerade ein. So, gut, dass wir schon Fenster da haben. Da können wir den Zerschneider gleich einsetzen. Um auf diese Weise nach Azuria City zu kommen. So, jetzt haben wir Azuria City erreicht. Wenn auch auf eine etwas, lange Weise. Aber wir haben den Felstunnel jetzt geschafft. Schauen wir mal auf die Map, wo wir jetzt sind. Ja, wir sind jetzt hier in Azuria City. Unter uns ist Safronia City. Das ist diese Stadt hier. Und wir sind jetzt da quasi, ja, wir haben einen riesigen Umweg gemacht, um nach Azuria City zu kommen. Und zwar sind wir, wir sind hier hingegangen. Nach Lavandier und dann sind wir hier Kraftwerk vorbei, Route 10 über den Felstunnel, Route 9 hier nach Azuria City gelandet, und zwar hier. Zum nächsten Part möchte ich nachschauen, was sich hier oben befindet, in dieser Route hier, und dann kämpfen wir auch gegen die Arena-Leiterin von Azuria City, nämlich Misty. Also bis zum nächsten Part, Leute, ciao! Ah nein, ich sollte meine Pokémon noch heilen. Okay, dann bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!